Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schweighofer Art. Wir ziehen heute wieder mal ein Composing durch. Und zwar habe ich bei einer Heimreise von Wien am Chiemsee diese wunderbare Sonnenuntergangsstimmung fotografieren können. Die technischen Daten zu dem Bild, die sind jetzt eigentlich komplett egal. Fakt ist, dass so ein Bild eigentlich ja, fast jeder zusammenbekommt oder zum Beispiel auf Fotolia 1 sich besorgen kann. Ich brauche auf jeden Fall für meine Bildidee, die ich hier jetzt habe, ein Querformatbild, am besten Panoramabild. Sonnenuntergangsstimmung wäre sehr klasse, damit ich zumindest auf einer Seite hier ein bisschen einen gelblichen Bereich habe, der dann eher ins bläuliche, gräuliche rübergeht. Und in meinem Fall bietet sich bei diesem Bild jetzt hier sehr gut an, dass ich auch einen See als Boden hier habe. Der Horizont aktuell, der liegt im unteren Drittel. Das heißt, wenn wir hier mal in etwa die Bildmitte raussuchen, die dürfte ungefähr hier liegen, ja, dann seht ihr, okay, im unteren Drittel liegt auf jeden Fall hier oder in der unteren Hälfte unser Horizont. Das mal sehr wichtig ist, denn den sehen wir jetzt auch gleich hier genau auf den Horizont runter. Falls ihr hier oben diese Linien nicht habt, die könnt ihr über Fenster anmachen. Und zwar, ich suche da immer selber, ich glaube es sind, Command L müsste es sein. Schauen wir ganz kurz. Nein, dann ist es Command R. Ja, Command R oder Steuerung L gedrückt. Bringt euch eben diese Messlinien hier oben rein. Nochmal, Command R weg, Command R hin. Und dann könnt ihr mit dem Anfasswerkzeug hier ganz rechts oben eben aus dieser Zahlenleiste hier eine Linie runterziehen oder eben hier oben wieder verstauen. Ich brauche den Horizont sehr parallel oder gerade ausgerichtet, dass er wie eine Wasserwaage wirklich schön hier drinnen liegt, damit ich eben jetzt hier perspektivisch richtig arbeite. Als nächstes benötige ich eine leere Ebene. Die wird einfach hier unten angeklickt und das Strichwerkzeug, falls ihr dieses Linienwerkzeug hier nicht findet, das liegt unter dem rechteckigen Werkzeug. Ich habe übrigens meine ganze Werkzeugleiste von links nach rechts gezogen, damit ich hier nicht so lange Wege habe, kann ich hier ganz schnell das Ganze einstellen. Linienwerkzeug angeklickt und aktuell brauche ich, um hier Linien zu erkennen, eine Stärke von ungefähr 4 oder 5 Pixeln. Das ist perfekt. Optimal. So, wir sind jetzt hier im Pixelmodus drinnen, nicht in der Formpfad, nein, im Pixelmodus, dass ich auch wirklich hier auf diese leere Ebene hier eben meine Striche raufmalen kann. Und die erste Geschichte, was sein wird, ist, ich mache mir mal hier einen Strich rein, ungefähr hier und hier. Das war's. Ja? Diese Striche sollten eben hier meine Horizontallinie treffen, damit ich jetzt Fluchtpunkte einzeichnen kann. Und jetzt fangen wir einfach hier mal ungefähr bei der Mitte dieser dicken Wolke hier an und ziehen eine Linie hier in etwa auf diesen Schnittpunkt zwischen Horizont und dieser Perspektivlinie. Dann das gleiche auf die andere Seite rüber. Gut. Was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte? Ich zeichne hier nach Fluchtlinien. Und zwar wird dieses Objekt, das ich hier jetzt in den Himmel reinmale, Schritt für Schritt ein Quader, ja, ein Würfel, der hier wirklich schön perspektivisch richtig über dem Wasser schwebt. Das Ganze geht wie folgt. Ich nehme jetzt hier diese Ecke, halte die Shift-Taste gedrückt, damit ich eine kerzengerade Linie mache. So. Und lasse wieder los. So bekommt ihr hier in Photoshop mit dem Linienwerkzeug komplett gerade Kanten, die wir auch benötigen. Dann fahren wir hier wieder zu unserem Schnittpunkt hin, wieder zu unserem Schnittpunkt hin. Das müssen jetzt aber auch nicht perfekt hier überschneidende Linien sein. Dann wird hier hinten der Quader geschlossen. Zack, und hier wird er geschlossen. Perfekt. Man sieht jetzt eigentlich schon zwei perspektivische Flächen. Nochmal, man sieht hier eigentlich jetzt schon zwei perspektivische Flächen. So, jetzt habe ich es richtig gemacht, ja. Die jetzt hier schon im Raum schweben. Vielleicht kann sich der eine oder andere das noch nicht hundertprozentig vorstellen, dass das hier ein Würfel wird. Das wird er aber, sobald ihr diese Ecke hier jetzt mit dieser Linie verbindet und diese Ecke hier mit dieser. Denn jetzt auf einmal können wir auch unsere Horizontallinie hier wieder wegmachen, wird das hier eine perspektivische Zeichnung, die sehr, sehr genau passt. Wahrscheinlich stört euch noch hier diese ganzen Linien, die könnt ihr übrigens ganz schnell einfach nur rauslöschen, damit ihr euch hier nicht zu chaotische Linien aufgezogen habt. Die macht man einfach wieder weg. Das würde wie im Zeichenprogramm oder wenn ihr wirklich mit Stift auf einem Papier zeichnet, genauso funktionieren. Das heißt, man nimmt vorher eben diese Fluchtpunkte, nimmt das Linienwerkzeug und zeichnet sich dann auf den Horizont eben hier so einen Quader hin. Wer üben möchte, der kann das natürlich auch machen und das Ganze dann einfach auch
zum Beispiel mit einer Pyramide machen oder wenn ihr ganz gut seid, könnt ihr hier zum Beispiel auch schon ein Haus mit Dach reinmalen, wie auch immer. Das Ganze würde jetzt genauso funktionieren, das heißt, ich bräuchte hier zum Beispiel die Mitte meines Würfels, zack, mach hier mal das Dach und diese Linie wird wieder hier unten reingezeichnet, damit ich dann das hier verbinden kann. Und so hätte ich zum Beispiel schon perspektivisch ein fliegendes Haus und hier oben noch ein paar Luftballone raus und ihr könnt dann eigentlich ja, die Szene von oben, von dem Pixar-Film hier machen. Ich lösche jetzt aber die letzten Linien nochmal, die brauchen wir nicht. Wir brauchen eben nur unseren Quader. Gut, das ist eine Hilfsebene. Die wenn ich auch Hilfe, falls ich die mal später brauche, gehe jetzt mal runter in die Hintergrundebene und dupliziere sie mit Command J. Damit ich einfach ein Duplikat habe, aus dem ich jetzt ausschneiden kann. Ich arbeite nie in der Hintergrundebene. So, das Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Ja, großartige Übersetzung. Das brauche ich jetzt mal, denn ich möchte ja hier nicht den Hintergrund durchspiegeln lassen, sonst wäre das einfach nur so ein Gerippe. Nein, ich möchte wirklich hier Wolken drinnen haben. Und ich nehme jetzt mir mal einfach hier ungefähr so einen Bereich. In etwa so. Ich befinde mich auf der Hintergrundebene Kopie. Und duplizieren mit Command J. Und ihr seht schon, okay, ich kann jetzt mit Command T oder Steuerung T hier diesen Bereich verschieben. Und dann passe ich mir jetzt einfach mal so in etwa hier an meine Ecke an. Deswegen dient uns ja auch hier die obere Hilfeebene dafür, dass wir jetzt hier perspektivisch richtig einarbeiten. Rechte Maustaste und ihr geht im Transformieren-Modus jetzt auf Verzerren. Das Ganze könnt ihr auch machen, indem ihr hier auf Transformieren geht und hier dann einfach auf Verzerren reinklickt. Ich mache es halt immer mit rechten Maustasten. Und jetzt habt ihr auch schon diese Anfasser, die hier richtig schön reinschnappen, wenn ihr perspektivisch richtig liegt. Zack, schnappt das schon richtig schön rein. Und die ganze Geschichte hat langsam Hand und Fuß. Das Ganze wird bestätigt. Ja, wunderbar. Jetzt sieht es auch schon aus, als würde sich dieser Bereich hier in diesem Würfel hier schon fast spiegeln. Als wäre dieser Würfel eigentlich so eine Art Chromwürfel. Genau das wäre eigentlich mein Ziel. Weiter geht's. Nochmal runter in die Hintergrund. Kopie-Ebene und dieser Bereich hier. Den hinteren sieht man ja fast nicht. Das heißt, ich werde ungefähr das hier jetzt ausschneiden. So in etwa. Dupliziere es mir wieder mit Command J, gehe auf Command T, ziehe mir diesen Bereich hier schön rein und werde ihn jetzt auch ebenfalls verzerren. Wir sehen aktuell drei Ecken unseres Würfels und die drei Ecken werden hier auch genau, oder die drei Flächen unseres Würfels und die werden hier genau auch eingebaut. Ich möchte hier aber keinen Bereich des Waldes oder der Insel hier im Hintergrund haben, deswegen wird das jetzt so gemacht und mit dem Polygonlaserwerkzeug lösche ich hier diesen Bereich raus. Ihr könnt das übrigens mit so gut wie allen Landschaftsbildern machen. Sowas funktioniert, ja. Ihr müsst nur aufpassen, was könnte sich eben hier drinnen spiegeln. Und solange ihr nicht einen absolut authentischen oder sagen wir so genau Hingucker Wiederholer im Hintergrund habt, das heißt, wenn hier ein Flugzeug fliegt, ja, zum Beispiel im Himmel, und hier oben habt ihr das gleiche Flugzeug drin, weil ihr die gleiche Auswahl genommen habt, dann wird das komisch aussehen, ja. Aber aktuell, gerade bei diesem Sonnenaufgang, deswegen habe ich gerne einen, der links ist, kann ich jetzt zum Beispiel diese Fläche hier schön orange-gelblich angestrahlt machen, da die Sonne hier bestimmt noch raufstrahlt. Und dieser Bereich hier, der wird etwas dunkler gestaltet, damit es eben so aussieht, als würde er hier wie das Wasser eben schon fast in der Dunkelheit ja, versinken. Uns fehlt noch die Wasserebene, deswegen wird auch aus dem Wasser ein Bereich rausgeschnitten. Und da achte ich jetzt darauf, dass ich hier einen rötlich hellen Bereich habe, dann kommt er richtig schön fast gräulich rein und dann wird er wieder bläulich. Der ist ganz gut. Wiederum Command, Command J, so, Command T. Und der wird hier jetzt reingelegt. Und das ist so ein bisschen kniffliger, sage ich jetzt mal, ja, dass der auch wirklich alles trifft. Wahrscheinlich müsst ihr dazu ein bisschen reinzoomen. Das könnt ihr machen, während ihr hier im Transformieren-Modus drinnen seid, könnt ihr auch hier am Navigator reinzoomen. Oder ihr macht das wahrscheinlich altbekannt über die Tastenbefehle. Das geht natürlich auch. Das Schöne am Transformieren ist, ich kann mittels der Pfeiltasten hier Pixel für Pixel meine Ebene schon mal in eine Ecke ziehen. Und ich achte jetzt momentan hier auf die linke Ecke, dass hier wirklich eine schöne Überschneidung existiert. Rechte Maustaste wieder rein, rein ins Verzerren. Und jetzt wird diese Ecke hier rangelegt. Diese Ecke wird hier angelegt und jetzt sieht das hier eigenartig aus. Das Schöne ist aber, wir haben hier oben unsere Hilfeebene und wir wissen, dass diese Ecke jetzt bis hier reingezogen werden muss, damit das perspektivisch eben perfekt liegt. Das machen wir auch. So. Das
Das Ganze wird bestätigt und jetzt können wir mal die Hilfeebene oben ausschalten und jetzt sehen wir, okay, der Würfel selbst, der liegt nicht noch, oder er liegt noch nicht perfekt parallel. Das können wir aber hier ganz einfach ändern, indem wir hier zum Beispiel auf die linke Seite gehen. Ich beschrifte das ganz kurz. Das ist rechts und das ist unten. Dann kenne ich mich auch aus. Die linke Seite angeklickt, transformieren Modus, verzerren. Und falls euch jetzt diese Linie hier stört, weil ihr nicht seht, überschneidet ihr oder nicht, ja, drückt einfach Command oder Steuerung H. Dann werden diese Linien verschwinden. Ihr könnt an die Ecken immer noch gehen und den, wenn ihr die Ecke auch richtig trefft, ja, so, und hier genau einpassen. Hier oben auch. Ich mache das aber gerne, wenn ich so ein bisschen näher bin, ja, weil dann habe ich das Gefühl, dass es langsamer geht und ich kann hier wirklich auch Pixel für Pixel das Ganze einpassen. Hier sieht man, okay, die Überschneidung passt noch nicht ganz. Jetzt sieht das ganz gut aus. So, zoomen wir nochmal raus. Ja, hier oben, den habe ich einfach noch nicht getroffen. Wenn ich nochmal Command H drücke, sehe ich auch, wo ich ihn treffen könnte. Zoom jetzt mal ran. Gehe nochmal hoch und passe ihn jetzt genau rein. So. Wir gehen mal davon aus, dass noch niemand so einen Würfel freischwebend in Natura gesehen hat. Ist ja auch nicht wirklich etwas Normales. Deswegen haben wir hier so ein paar Freiheiten. Aber ich möchte dennoch versuchen, das Ganze realistisch unter Anführungszeichen zu machen. Es wird mir nicht hundertprozentig gelingen, weil dazu müsste ich auch so einen Würfel mal in Natura hier gesehen haben. Aber ich kann mal so ein paar kleine Ideen mit reinbringen. Bin gespannt, ob ihr die zu Hause auch so verwirklichen könnt. Fakt ist nur, wenn der Würfel hier auf diese Seite angestrahlt ist, wird er hier wahrscheinlich den hellsten Punkt haben und nach hinten hin wird es ein bisschen dunkler. So wie eben auch hier bei unserem Wasser. In diesem Bereich ist es am hellsten, auch am wärmsten von den Farben her und hier wird es ein bisschen dunkler. Genau das möchte ich bei dieser linken Fläche unseres Würfels genauso erzielen. Deswegen kriege ich jetzt hier oder baue ich jetzt hier eine Farbbalance ein, das heißt eine Korrektur-Farbbalance, die ihr auch von unten hier reinziehen könnt. Ihr könnt auch hier auf Farbbalance gehen. Wichtig ist dabei nur, dass diese Farbbalance eben nur auf die linke Fläche hier gilt. Deswegen setzen wir das Häkchen und jetzt sollte das Häkchen drin sein. Genau, hier haben wir jetzt den Haken und jetzt kann ich hier meine Fläche komplett verändern. Wie gesagt, ich möchte sie ein bisschen gelblich, ein bisschen rötlicher haben, dass ich ungefähr diesen Orange-Look hier hinbekomme. Und Achtung, der existiert nicht nur in den Mitteltönen. Ihr müsst das Ganze auch ein bisschen, ganz wenig nur in den Lichtern machen und natürlich auch in den Tiefen. Und sollte euer Bereich jetzt hier zu orange wirken, ist das auch nicht weiter tragisch, denn ihr könnt ja mit Hilfe der Maske jetzt Bereiche nur minimal anzeigen lassen. Das heißt, ich drücke jetzt Command oder Steuerung I, invertiere mir die Maske zu schwarz. Jetzt habt ihr gesehen, vorher sah das Ganze so aus, orange. Jetzt ist es wieder durchsichtig oder unsichtbar, weil ich eben in der schwarzen Maske bin. Nehme jetzt mir meinen Pinsel hier auf, gehe mit einer Deckkraft von ungefähr 50% hier mit weißer Farbe an die Kanten des Würfels und lass nach hinten hin aber das Orange einfach weg. Das heißt, momentan hat mein Würfel nur hier vorne in diesem Bereich hier jetzt eben diese Auswahl der Maske drinnen. Der Rest, der soll genauso bleiben wie vorher. Dann benötige ich eine Art Tonwerkkorrektur, damit ich zum Beispiel hier den Würfel unten etwas dunkler, oben etwas heller und hinten auch etwas dunkler gestalten kann. Deswegen Tonwerkkorrektur, Häkchen nach unten. Das Ganze ein bisschen dunkler setzen, ungefähr so. Ja, und jetzt kommt dieser Würfel schon ordentlich gut hier raus. Mal kurz vorher, nachher. Ihr seht, es braucht hier eine gewisse Dunkelheit, damit das Ganze auch wirkt. Schwarze Vordergrundfarbe und jetzt muss hier nicht invertiert werden, denn ich weiß, mein Würfel soll vorne am hellsten sein, oben auch etwas heller. Und aktuell sieht die Auswahl so aus. Das heißt, dieser Bereich hier unten ist dunkel, der hier oben ist hell. Sollte es euch hier jetzt ein bisschen zu schnell gehen, ist ja kein Problem. Ihr seht das Video auf meinem Blog bzw. auf YouTube und könnt hier Schritt für Schritt einfach alles auf Stopp schalten, selbst probieren und dann versuchen einfach hier diese Bereiche genau eins zu eins nachzubauen. Ich mache euch das auch ein bisschen größer hier bzw. werde ich diese Bereiche jetzt einfach auf Orange setzen. Das heißt, dieser Bereich ist der linke Bereich, genau das hier ist Orange. Der rechte Bereich, der wird blau gemacht. Nein, Moment, wir machen ihn grau. Genau. Und der untere Bereich, das ist der blaue Bereich, dann kennt ihr euch aus. Das heißt, blau von unten Wasser, von rechts grau, von links hat der Würfel eben hier in meinem ebenen Stapel die graue Farbe.
Diese Tortur, die wir jetzt hier gemacht haben, mit Farbbalance, Tonbeikorrektur, sollten wir eigentlich bei jeder Seite anwenden. Aber das geht ja eigentlich relativ schnell. Das heißt, diese Seite, das ist jetzt aktuell die rechte Seite, die bekommt einen leichten dunklen Blaustich. Ja, das war fast zu viel. In den Tiefen wird hier auch noch etwas blau gezogen, nur ein bisschen. Und ich achte hier sehr gerne auch auf den Navigator, weil der Navigator hier zeigt, wie das Ganze im Kleinen aussieht. Und ich kann hier sehr, sehr gut abschätzen, wirkt das aufs gesamte Bild gut oder nicht. Das ist mitunter der einzige Grund, warum der Navigator hier bei mir ist. Und ich kann hier auch relativ schnell hin und her switchen. Gut, dann habe ich versprochen, eine Tonbeikorrektur immer mit dem Häkchen, dass diese Bereiche hier alle zueinander gehören. So, die Tonbeikorrektur wird hier auch abgedunkelt. Und diese Seite muss die dunkelste Seite sein. Dunkler auf jeden Fall als diese Seite hier, ja, als die linke Seite. Schauen wir mal ganz kurz. Und das ist halt geil, dass man das in Echtzeit hier einfach vorher sah, so aus. Und jetzt ziehe ich es runter und sage irgendwann mal, stopp. Meine dunkelste Stelle am Würfel sollte ungefähr diese Farbe oder diese Grauheit, diese Dunkelheit hier haben. Toll, dass ich eine Maske wieder mitbekomme. Die setze ich jetzt hier mal den Pinsel auf ungefähr 20% Deckkraft. Und pulver hier den oberen Bereich leicht raus. Nicht viel, leicht. Vorher, nachher. Und so, ja, wirkt der Würfel hier einfach, als würde er schon mal auf der Seite weniger Licht bekommen, auf der wesentlich mehr Licht. Ihr könnt diese Bereiche natürlich auch in Gruppen setzen, falls ihr das Ganze machen wollt. Links, das war orange, habe ich gesagt. Das geht leider noch nicht automatisch, dass Bereiche, die schon eine Farbe haben, hier auch eine weitere Farbe oder die Farbe übernehmen. Das war rechts. Und der untere Bereich, der wird jetzt einfach nochmal etwas dunkler gemacht. Hier muss ich an den Farben nichts anpassen. Den werde ich einfach etwas dunkler ziehen, ungefähr so. Und mit Hilfe der Maske diese Stelle hier wieder ein bisschen aufhellen. Dass das Ganze ungefähr dieser Bereich hier heller hat. Das Ganze wird immer mit einem sehr weichen Pinsel gemacht. Ihr seht momentan, die Härte ist bei mir auf 0. Die Größe hier ist ja relativ groß. 748 Pixel für einen Pinsel ist schon ganz okay. Ja. Und ich kann, wenn ich mich vermalen habe, mit der Taste X zwischen meiner Vorder- und Hintergrundfarbe immer hin und her schalten und das Ganze eben so ein bisschen interessanter gestalten. Mal vor, mal zurück. Aufgrund der 21% Deckkraft kann ich hier sehr sanft darauf eingehen. Auch das wird hier in eine Gruppe gesetzt und unten wird geteilt. So. Gut, was fehlt unserem ganzen Würfel noch? Die Hilfslinien können wir eigentlich mittlerweile rauslöschen, außer ihr wollt noch weitere Objekte einbauen. Dann braucht ihr eigentlich nicht den Würfel, sondern ihr braucht hier die links und rechts diese Fluchtpunkte, um das Ganze perspektivisch noch dazu passend zu machen. Ja? Achtet aber darauf, wenn ihr hier jetzt zum Beispiel im Hintergrund einen weiteren Würfel einbaut, dass sich dieser Würfel dann wahrscheinlich in dem hinteren spiegeln wird. Das ist dann ein bisschen knifflig. Ich sage mal, puh, für mich reicht das. Ich brauche das nicht zwingend nochmal. Ja. Für mich soll es einfach mal so bleiben, wie es ist. Deswegen lösche ich hier jetzt die Hilfslinien raus und arbeite jetzt einfach mal weiter. Und beschließe mal, okay, mein Würfel bekommt nochmal eine leere Ebene. Und auch wenn wir jetzt vorher diesen Bereich gelöscht haben, ich gehe nochmal auf das Linienwerkzeug, ziehe hier die Pixel ungefähr auf 3 runter und setze mir Lichtkanten. Denn ich glaube, dieser Würfel benötigt zum Beispiel hier eine Lichtkante und hier eine Lichtkante, ja, die aber nicht so perfekt und schön sein soll. Deswegen kriegt sie noch eine Maske und mit einem breiten Pinsel. Na, wo haben wir die Pinsel? Hier sind die Pinsel. Breche ich ab und zu, indem ich hier einfach wild darüber male, diese Linie. Das heißt, diese Linie hier, ja, die sondert mir so ein bisschen den Würfel ab. Das Ganze wirkt dadurch ein wenig realistischer und ihr könnt natürlich auch diesen Bereich hier des Würfels auch noch mit einer Linie versehen. Aber achtet darauf, dass diese Stelle hier definitiv dunkel sein muss. Deswegen rein in den Pinsel und hier einfach nur eine leichte Kante machen. Der Würfel könnte ja auch oben die Kante etwas gebrochen haben, zum Beispiel. Ja. Im unteren Bereich lasse ich das Ganze so, hier kommt ja kaum Licht dran. Deswegen würde ich das Ganze jetzt einfach mal so stehen lassen. So, jetzt kommt ein Trick, der ziemlich wichtig ist. Denn alles, was sich hier in unserem Wasser befindet, hat auch eine gewisse Spiegelung. Wir sehen es hier an unseren Möwen. Die Möwen selbst haben hier eine Spiegelung
und da ein Schatten. Also Schatten und Spiegelung, beides in einem. Das Problem ist nur, beides ist irgendwie so ein bisschen durch die Wellen unterbrochen. Ja, puh, etwas kompliziert. Auch übrigens, diese ganzen Spiegelungen hier im Wasser, ja, die sind ja eigentlich von den Wolken. Da seht ihr mal, wie das Ganze hier verzogen und verzerrt wird. Das heißt, hier wird es ein bisschen trickig, diesen Würfel auch im Wasser zu spiegeln. Vor allem muss er sich von unten spiegeln. Das heißt, wir sollten hier im Wasser eigentlich die Unterfläche oder den Unterboden hier sehen. Ich mache das Ganze so. Ich löse das, indem ich die unteren zwei Ebenen, das heißt meine Hintergrund- und meine Kopie der Hintergrundebene, einfach mal mit dem Augensymbol ausmache. Ich befinde mich in der obersten Ebene und drücke Command-Alt-Shift-E. Kriege somit ein Duplikat von all den Ebenen, die ich eben jetzt gerade sehe. Und ich sehe aktuell eben nur den Würfel. Schalte wieder alles ein, nimm diese Ebene und zieh sie mal ganz runter. So. Warum erkennt man momentan nichts? Nun na, es liegt eigentlich hier, dieser ganze Ebenenstapel, genau gleich, deckungsgleich hier auf unserer Ebene 2, die ich jetzt einfach mal mit Spiegelung hier betitel. Wenn ich jetzt aber Command-T drücke und das Ganze runterziehe, seht ihr, okay, wir haben jetzt Feuer gemacht. Ja, wir haben eine absolute Kopie unseres Würfels hier erzielt. Dadurch, dass wir im Command-T-Modus, das heißt im Transformieren-Modus sind, können wir auch mit rechter Maustaste auf vertikal spiegeln klicken. Ja, und jetzt macht das Ganze schon mehr Sinn. Ja, das heißt, ihr erkennt jetzt gerade, aha, das Ganze wird wirklich eine Spiegelung. Und ich schätze jetzt einfach nur mal, dass die Spiegelung ungefähr hier drinnen sein muss. Ja, es wird nie hundertprozentig funktionieren, sage ich gleich. Dazu müsste der Würfel hier auch wirklich schweben und ihr müsstet ihn fotografiert haben, dass ihr auch die perfekte Spiegelung habt. Aber wir können zumindest so tun, als ob. Und wir sind ja Bildbearbeiter, das heißt, Schummeln ist unser Hauptberuf. Wir erlernen das sehr, sehr schnell, indem wir hier jetzt einfach mal eine Maske setzen, die Deckkraft unseres Pinsels mal ordentlich nach oben ziehen und hier einfach mal diese Kanten wegmachen. So in die Richtung. Die harten Kanten hier löse ich gleich auf der Seite. Deckkraft der ganzen Ebene mal nach unten. Ja, und jetzt könnte man schon meinen, wenn ich hier ein- und ausschalte, ja, das muss ja eigentlich echt sein. Hier ist ja eine Spiegelung. Ich stelle aber fest, meine Spiegelung müsste vielleicht ein wenig weiter runter. Da sollte man vielleicht einen Physiker fragen, der sich mit perfekten Lichtbrechungen auskennt. Ich mache das immer so Daumen mal Pi und jetzt sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was ihr machen könnt, ist rechte Maustaste in die Maske rein, wenn ihr Fleißaufgaben machen wollt. Auf Ebenenmaske anwenden klicken. Damit habt ihr im Prinzip jetzt nur noch die Ebene und die Maske wurde ausgeschnitten. Sieht gerade so aus, ja. Und jetzt könnt ihr mit einem Filter, wie zum Beispiel unter dem Verzerrungsfilter, mit den Wellen hier arbeiten. Na, Moment, das sind nicht die Wellen. Die Wellen klingen zwar, als würden sie Wellen machen, aber die machen nur Wellen von innen. Verzerrungsfilter, Schwingungen. Das ist es. Das Problem an den Schwingungen, man sieht hier ganz, ganz klein in der Vorschau. Ja, das macht ordentliche Schwingungen. Wo können wir die Schwingungen rausziehen? Ich muss da auch immer selbst schätzen. Jo, ich ziehe hier beim Wellenlänge die Länge der Wellen einfach mal ordentlich nach oben. Merke mir mal den Wert von ungefähr 700 zu 10. Sage okay. Und schau mal an, was hier passiert. Ja, das war fast zu viel. Gehe mit Command-Z nochmal zurück. Filter, Verzerrung, Schwingungen, machen wir es ein bisschen mehr, ich schätze mal so auf 500 bei so einer Art von Wellengang. Ja, ja, easy. Ja. Wichtig ist oder schöne wäre, wenn jemand sich das Bild schlussendlich ansieht und sagt, tjo, echt. Also der, dem dann gar nicht mehr diese Spiegelung auffällt. Einen Schatten müsste es theoretisch auch geben, aber Fakt ist nur, dass die Sonne sehr, sehr tief steht und diesen Würfel hier fast ja parallel anstrahlt. Das heißt, der Schatten würde hier ganz weit nach hinten komplett auspulvern, würde man gar nicht erkennen. Ich lasse es einfach so. So, jetzt kommt aber die ganze Geschichte in eine Gruppe rein. Das heißt, aktuell haben wir diese Ebenen hier. Das heißt, unsere Spiegelung unten, rechts, links und oben die Lichtkante, die wir alle zusammen in eine Gruppe fügen können und die benennen wir mit Würfel. So, ich gehe auf die Hintergrundebene und habe mir ein Bild geöffnet, und zwar dieses Bild. Ist ein Fotolia-Bild, ein Mädchen, das irgendwo am Strand stand und so ein bisschen von unten fotografiert wurde. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass hier wirklich das Mädchen auch so hoch
wenn sie hier auf dem Würfel stehen würde, so hoch oben stehen würde. Ja? Das heißt, vielleicht irgendwo am Kinderspielplatz mal irgendwo auf dem Gerüst raufklettern lassen, Arme ausbreiten, sofern sie nicht runterfällt, ja, und von unten fotografieren. Ich nehme das jetzt aber einfach mal und zeige, dass es dennoch eigentlich ganz gut funktioniert. Ziehe mir das Kindchen hier mal in unser Bild rein, jo, und schieb sie unter den Würfel. Das ist das Kind. So. Schieb sie mal so unter den Würfel und lass sie hier einfach mal draufstehen. So. Ich gebe zu, ich habe hier schon ein bisschen bearbeitet an dem Kind, dass das einigermaßen passt. Was habe ich gemacht? Das Kind bekommt wirklich von unten her Licht. Ursprünglich bekam es von oben her Licht. Ich habe hier die ganzen Schatten und Lichter gedreht. Soll aber nicht Sinn und Zweck dieses Tutorials sein. So etwas kann man ja dann auch fotografisch lösen, dass man das Kind von unten anblitzt zum Beispiel, ja, oder von der linken Seite, von links unten. Bisschen Wind ist drinnen, die Haare wurden hier verlängert. Mit Hilfe eines Haarbrushes wurden hier die Haare so ein bisschen rausgezogen. Und das Problem mit den Füßen, dass man hier sieht, dass sie eigentlich flach steht, das habe ich gelöst, indem ich das Kind einfach hier oben drauf gestellt habe und sich keiner mehr fragt, steht die jetzt richtig oder steht die falsch? Einziges Problem noch, man erkennt das Kind nicht. Ja? Irgendwie passt es doch nicht, weil im Hintergrund halt die Wolkenstruktur nicht so ideal ist. Aus dem Grund nehme ich mir eine leere Ebene und zeichne mir hier ganz grob mit einem Pinsel, kleine Deckkraft, ungefähr ein, wo sich mein Kind befindet. So. Schalte alle Ebenen aus bis auf meine Hintergrundebenen und eben diese Hilfsebene und weiß jetzt genau, okay, ich kann mit dem Laserwerkzeug hier in diesem Bereich mal ein paar Wölkchen ausschneiden oder zumindest einfassen, weil es wäre schon cool, wenn das Kind hier in einem Bereich steht, wo kaum Wolken sind. Okay, so, jetzt habe ich diesen Bereich hier mal ausgefasst, kann jetzt wechseln zum Beispiel in das Ausbesserungswerkzeug oder nehmt das Stempelwerkzeug und ich fahre das hier einfach mal woanders hin. Schau mal ganz kurz, ob das schon besser wird. Ja, es wird besser, aber ich habe hier jetzt einfach noch einen leichten Grauverlauf drinnen. Das kann ich aber im Hintergrund immer mit einem Stempel lösen, indem ich zum Beispiel hier von dieser Wolke mir Bereiche nehme und hier leicht aufstemple. Das Ganze befindet sich ja glücklicherweise unter unserem Würfel oder im Ebenenstapel hinter unserem Würfel. Und wir können hier so ein bisschen schummeln und das Ganze aussehen lassen, als wäre es echt. Das, Leute, ist aber so eine kleine Fleißaufgabe, die durchaus ein bisschen Zeit braucht. Der Bildaufbau sollte auf jeden Fall durch diese Wolken hier nicht gestört werden und im Idealfall schaut das Ganze so aus, als würde das Mädchen hier einfach in einem freien Fleck drinnen sein. Ja. Vorher, nachher, man sieht noch so ein paar Geister, wie diesen hier zum Beispiel. Machen wir weg. Okay, für meinen Teil sieht das eigentlich ganz toll aus. Lasst uns noch ein wenig Stimmung hier einbauen. Stimmung, ich brauche ein bisschen Licht noch, was hier über das ganze Pulver. Das heißt, ich gehe in die oberste Ebene, das war unsere Hilfsebene, die lösche ich wieder raus. Nehme einfach eine Tonwerkkorrektur und ziehe sie in den dunklen Bereichen ein bisschen ins Helle. Ungefähr so. Dann nehme ich die Mitteltöne und ziehe die Mitteltöne ein bisschen nach links. Und somit habe ich das ganze Bild jetzt überstrahlt, was ich eigentlich nur partiell haben möchte. Drücke jetzt Command oder Steuerung I und habe somit jetzt meine Tonwerkkorrektur hell, aber unter einer schwarzen Maske versteckt. Nächster Kniff, polygones Laserwerkzeug und ich ziehe von meiner Wolke aus richtig schöne, dicke, fette Strahlen. In etwa so. Mach das Ganze zu, nehme jetzt einen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe und fange an, diese Strahlen hier wieder reinzumalen. Die müssen nicht überall liegen, ja. Vor allem dürfen sie auf gar keinen Fall komplett rauspulvern, sonst sieht das Ganze nämlich so aus. Deswegen gibt es ja auch die schwarze Farbe, mit der ich eben diese Bereiche hier wieder etwas auflockern kann. Und jetzt erkennt man auf die Weite schon, okay, sieht momentan aus, als würde sie wirklich so von einer richtig guten MagLite-Taschenlampe angestrahlt werden. Gefällt mir nicht, soll weicher werden. Aus dem Grund ist die Tonwerkkorrektur in der Maske ganz kurz angeklickt, über Filter, Weichzeichnungsfilter, gauischer Weichzeichner. Und jetzt kann ich bestimmen, wie stark soll hier alles strahlen. Und ich möchte hier einen Wert von ungefähr 50 nehmen, ziehe die Tonwerkkorrektur ein wenig runter und beschließe, dass es so eigentlich schon ganz cool passt. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Nehme auch wieder die Maske und fange an, hinter dem Würfel hier diese Fläche wieder auszumaskieren und ab und zu mal eben diese Strahlen hier zu unterbrechen. So.
Alles gut, würde ich sagen. Der letzte Arbeitsschritt ist eine leere Ebene auf weichen Licht gesetzt mit einer Farbe, ich sage jetzt einfach mal ungefähr so einem Orange. Bekommt nämlich eine Pipette, wenn ihr hier herausfahrt ins Bild, das ist sehr cool. Ein sehr helles Orange, ungefähr so eine Farbe hier. Sage okay, ziehe mir einen sehr, sehr großen Pinsel auf, kann ohne weiteres mit 100% Deckkraft gemacht werden. Und male jetzt hier etwas weiches Licht darüber, das wiederum in meiner Deckkraft runtergeht. Und somit kann ich eben Bereiche im Bild etwas verschmelzen lassen und es sieht nicht mehr so retuschiert aus. In Summe ist das Ganze eine Arbeit, ihr seht es ja, von wenigen Minuten. Wir zeichnen jetzt hier noch gar nicht so lange auf. Ich möchte auf jeden Fall euch hier viel Kreativität wünschen. Das heißt, ihr seht, ihr könnt sehr, sehr viel machen. Warum auch nicht ein fliegendes Wolkenhaus daraus bauen oder irgendwelche Säulengänge, die zum Beispiel irgendwo in der Wüste stehen oder so. Ihr könnt natürlich andere Motive mit einbauen. Ja? Es zwingt euch keiner, dass ihr hier so ein Mädchen mit einbaut. Seid auf jeden Fall kreativ, versucht perspektivisch richtig zu arbeiten. Mit diesen kleinen Tricks, die ich euch hier mit den Fluchtpunkten gezeigt habe, lässt sich so etwas sehr gut machen. Ja? Und schaut ab und zu mal auf meiner Homepage vorbei. Das ist immer wichtig. Ja? Ich mache diese Videos, damit ich euch in irgendeiner Form begeistern kann. Und vielleicht begeistere ich euch auch für ein intensiveres Video, das ihr zum Beispiel auf meiner Homepage downloaden könnt. Es gibt übrigens auch neue Pinselspitzen, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Das beste Pinselspitzenpaket von Peter Browns und mir. Ja, gut. Damit war es das jetzt auch. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Es hat mich sehr gefreut, mit euch ein geiles Composing zu machen. Schweig over and out.